Hi Leute, hier ist wieder euer Dennis the Ripper und es ist endlich soweit. Ich habe es oft genug angekündigt. Megabox-Finale, endlich. 2020, 2021, NBA. Wir haben die finalen Megaboxen, die gegeneinander antreten. Mosaik ist endlich gekommen. Da nochmal Dank an German Trading Cards. Prism ist da. Ich glaube, die war von StockX, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Die beiden treten heute im Finale gegeneinander an. Ich bin mega gespannt, was der Gewinner sein wird. Ihr habt beim letzten Mal Select gegen Optik gesehen. Ich glaube, da war Select knapp vorn. Oder deutlich vorn? Ne, knapp vorn. Kann man schon so sagen. Und hier küren wir heute den Gewinner. Wir fangen an mit Mosaik. Packen Prism einmal zur Seite. Mosaik 80 Karten. Das ist ganz ordentlich. Prism hat 60 Karten. Eine Silver Prism, 10 Megabox Exclusive Mosaic Prisms, 8 Karten pro Pack, 10 Packs. Was haben wir hier noch? Megabox Exclusive Mosaic Pink, Fluorescent Prisms, Number to 10. Oh. Und dann haben wir die Reactive Blue. Die haben wir schon auch bei Rickman in dem einen oder anderen Break gesehen. Genau, hier seht ihr nochmal das Kartenset, 300 Kartenset inklusive 200 Base, 45 Base Rookies, 15 Base National Pride, Base NBA Debut und Base All-Time Greats und Base Finals MVP. Ja, können die, ne? Also Kartenanzahl können die. Und was wir können ist auspacken. So, auf geht's. Ein letztes Mal Megabox. LaMelo, Edwards, Wiseman, ihr wisst es, ihr kennt die Leier. So, einmal Mosaik zur Seite. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5. So, auf geht's mit Pack Nummer 1. Ja, mega, ich freue mich echt richtig doll. Mosaik hatte mich ja ziemlich gut geflasht in diesem Jahr. Mo Bamba, Caris LeVert, der gerade getradet wurde zu den Cleveland Cavaliers. Wie ist eure Meinung? Wer hat den Trade gewonnen? Für mich die Cavaliers, ganz klar. Thomas Bryant, Julius Randle, achso, wir können ja mal gucken, hier kommt so ein Reactive Blue. Tyrese Maxey, Base, sehr nice. Nehmen wir gerne Hakeem Olajuwon, All-Time Greats. Und unsere Blue ist Derek White. Elevate Anthony Davis. Tyrese Maxey Base ist gut. Silver oder Reactive Blue ist natürlich besser. So, jetzt schauen wir mal. Hier kommt hinten eine Mosaik. Und eine Reactive haben wir natürlich auch wieder drin. Shamet, Troy Brown, Jared Culver, DeMar DeRozan, der richtig on fire ist und richtig anzündet. Killian Hayes, Jalen Smith, Debut, Mitchell Robinson und LaMelo Ball, National Pride. LaMelo kriegt mal einen Sleeve und auch gern einen Toploader. Und wie immer, LaMelo. Den haben wir hier bei Mosaik aber richtig häufig gezogen. Hier kommt er auf den Thron. Weiter geht's. Geht gut an. Geht gut an. Ja, so eine Reactive Blue von so einem richtigen Banger. So ein Ant-Man, das wäre geil. Josh Okogie, Bradley Beal, Terrence Ross, Al Horford und Kawhi Leonard als Finals MVP, James Wiseman mit dem NBA Debüt und Isaac Okoro. Nice! Sehr cool. Ist wieder ein bisschen auf Spur, ein bisschen besser auf Spur geraten. Also kriegt auf jeden Fall Spielzeit ohne Ende. Stats gehen so, aber sehr nice Karte. Und Bang ist Derek Fisher für die Lakers. Lakers gegen Spurs 2004. Okoro. Sleeven war und
Toploaden wir. Ja, vielleicht tut es ihm ganz gut. Der Trade. Let's see. Die Cavs gehen auf jeden Fall dieses Jahr richtig ab. So viel ist mal sicher. Mal gucken, was mit LeBron passiert. Der ja gerade angekündigt hat, dass er mit Bronny zusammen in einem Team spielen will. Ja, moin. Welcher Vater spielt denn mit seinem Sohn in einem Team? Ist das ein Silver hier hinten? Es ist eine Silver. Ist das Purple? Es ist Purple. Eine Halliburton Silver würde ich auch nehmen. Auch mega gut drauf, Halli. Die Stats die Woche waren richtig, richtig geil. Ja, dieses Fantasy League Basketball führt dazu, dass ich jeden Tag jegliche Stats in- und auswendig lerne. Theo Maledon, Ace. Nice. Larry Bird, All-Time Greats. Unsere Blue. Tyler Hero. Ja, bang, freue ich mich doch auch. So, und ihr habt es schon gesehen. Tyrese Halliburton, Silver, bang. Ja, geil. Ja, mega, freue ich mich. Das ist geil. Mosaik. Gestern noch das Video von 502 gesehen. 502 Frank. So eine Scheißbox. Sorry, Leute. So eine Gabelbox war das. Und er hatte vorher ja auch schon eine ähnliche aufgemacht, wie er berichtete. Tja, und die gönnt hier richtig. Also jedenfalls für mich gönnt sie. Bisher ziemlich gut. Silver, Halli, und ich schmeiß schon alles um vor Aufregung hier. Silver, Halli, und Tyler kriegt hier einmal einen Sleeve. Freue ich mich natürlich auch. Ihr wisst, alles, was von meinem Heat reinkommt, nehme ich gern. Prism wird es schwer haben. So viel ist sicher. Schwer, schwer, schwer. Eine grüne. Celtics hier, oder was? Joe Ingles, Zach LaVine, Christian Wood, Derrick Rose, Rookie, Xavier Tillman. Und NBA-Debüt, Anthony Edwards, Base. Tristan Thompson in Blue Reactive. Und Hall of Fame, David Robinson. So, Hälfte rum. Nice. Richtig, richtig nice. Die drei Karten, die hinten stehen, finde ich cool. Gefallen mir schon mal mega gut. Das hört jetzt hier auch auf mit den Rookies wieder. Nurkic, DeAndre Jordan, Robert Covington, Jalen Smith als Rookie, LaMelo Ball nochmal mit National Pride, Eric Gordon, Fantasy League Spieler, und jetzt kommt Jam Masters Vince Carter. Sehr nice. Zudem passt das Insert natürlich richtig gut. Vince, die alte Dunk-Maschine. 4 noch. Rookie. Puh. Reactive Blue Rookie. Anunobi. Josh Richardson. Ja, Vernon Carey. Chris Paul, National Pride. Cole Anthony. Bang. Ja. Geil. Mosaik. Max, geile Box, die hier rüber geschickt hast. Eine geile Box. Cole Anthony. Irgendwie ziehen wir Cole immer, oder? Mittlerweile ziehen wir Cole wirklich regelmäßig. Und die ist einfach geil, weil die ist nämlich ein Color Match. Jetzt ziehe ich den Halli ein bisschen rüber. Okoro. LaMelo. Beste Serie. Mega Box. Mosaik. Kann sein. Bisher sieht es danach aus. Zion. Kevin Durant. Marvin Bagley, der dritte. Joel Embiid. Und Rookie. Facundo Campazzo. Kyra Lewis mit dem NBA-Debüt. Nikola Jokic, auch nice. Und Jam Masters Zach LaVine. 2 Packs. Oyster-Spiel steht auch vor der Tür.
Ist fast soweit. Für die, die Fantasy League spielen, die eine Woche wird verlängert. Das ist auf jeden Fall keine Rookie, vielleicht ein Debüt. Mal sehen. KCP, genau, wird 2 Wochen gespielt. Ich glaube, die nächste Woche ist das dann, die 2 Wochen gespielt wird. Steven Adams, dann CJ Ellaby, Tim Duncan, All-Time Greats und Gary Trent Jr. Und unsere letzte. Jam Masters, Giannis Antetokounmpo. Und ich würde fast schwören, dass wir den schon in der Mosaic Base gezogen haben, in einer anderen Box. Wisst ihr vielleicht besser? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich verlinke euch, oder versuche euch mal zu verlinken. Ich weiß gar nicht so genau, wie das funktioniert, aber werden wir rausfinden. Das andere Megabox-Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen, wer euer Sieger ist in diesem Jahr. Prism muss sich sehr, sehr strecken, wenn sie mein Sieger werden wollen. Ich glaube, das hier ist mein Sieger. Wenn hier noch eine Rookie wäre, vielleicht ein Debüt, mal sehen. Isaiah Robbie, LeBron James, Base nimmt man immer, der King geht immer. Harrison Barnes, Cam Reddish. Emmanuel Quickly Base, LeBron James National Pride, Killian Hayes mit dem Debüt, auch nice, und Eric Bledsoe. Das war's mit Mosaik. Wir packen das einmal zur Seite. Machen hier mal die drei Stapel zur Seite. Können vielleicht am Ende nochmal eine Summary machen, wenn wir Zeit haben. Mal sehen, die Zeit ist ganz schön. Pickepacke, das war schon ganz gut was. Ich zeige euch auf jeden Fall hier mal die 5 Gewinner. Mal gucken, ob wir aus Prism 5 Karten ziehen, die. Ja, so, das ist, sind hier in der Reihenfolge hier ist das so, was ich sehe. Okoro, Giannis, Jam Masters, LaMelo, Debut, Cole Anthony und Silver Halley. Ich lege die ruhig mal hier hinten in die Ecke. Nein, ich lege die nicht in die Ecke. Vergesst es. Ich lege sie zur Seite. Das stört mich sonst. So, die Dinger packen wir hier einmal wieder an die Seite. Und auf geht's. Prism. Was finden wir in Prism? 60 Karten, haben wir am Anfang schon gesagt. 14 Red Eyes Prisms, die Megabox Exclusive sind. Was gibt es noch? Penmanship and Rookie Penmanship. 4 Silver Prisms. Und das ist das Set, 300 Karten Base. Ja, das ist auch eine Stange, ne? Wie ihr wisst. Prism. Mal sehen, wann Prism rauskommt. Basketball, Football ist ja angekündigt. Wann Prism rauskommt für diese Saison, das wird dauern. 3-3. Let's go. Finale, Megabox. Ja. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Channel. Aktiviert die Glocke, falls ihr das nicht könnt. Erstellt euch einen YouTube-Kanal. Like das Video, wenn es euch gefällt. Und folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr Fragen oder News haben wollt zu aktuellen Karten oder Boxen, die ich auspacke. Base, 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 Shai, Dwight Howard, Jeff Teague. Unser erstes Red. Kevin Love. Kemba Walker. Instant Impact ist Emmanuel Quickly. Uff. Uff. Okay, ich ziehe erst die letzte. Das ist schon wieder zu spannend für mich hier. Ricky Rubio. Und da gibt es ja die Trolle ohne Ende, ne? Charlotte Hornets, so viel ist sicher. LaMelo Ball, bang! Jawoll! Ah, Centering ist leider ein bisschen off, links, rechts, aber puh, ist mir jetzt egal, nehme ich. LaMelo startete bei Mosaic und LaMelo macht bei Prism weiter. Warum? Weil er es kann.
Ja. Läuft, auch Prism läuft. Ja, hat zwei Packs weniger, also muss ein bisschen mehr landen. Die Reds waren natürlich bitter, nur die Vets wieder. Aber ach, da, oh, jetzt haben wir hier noch eine schöne Silver auch wieder drin. Randle, Dinwiddie, Wiggins, Jaylen Brown. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Dwight Howard, weiß gar nicht warum. Ach, Allen Iverson und unsere Silver ist auf dem Kopf und ist eine Rookie. Ist eine Red. Isaac Okoro wieder? Den hatten wir doch auch schon, oder? Miami Heat. Precious Achiuwa. Nice. Nochmal ein Bang. Da freue ich mich doch. Precious. Auch wieder ein bisschen off. Ein bisschen ist gut. Linke Seite, rechte Seite seht ihr. Aber Precious Heat nehme ich. Gut, die wissen, was ich will. Sowohl Prism als auch Mosaik weiß, was ich gut finde. Auf geht's, Precious, du kommst auf den Thron. Spielt leider nicht mehr bei Miami. Aber ihr habt es schon mitgekriegt. Miami hat auch so ganz gute Spieler am Start. David Robinson. Tyre Terry und ich habe eben schon gedacht, Cole Anthony wollte wieder sagen, er ist wieder da. Aber den haben wir schon in der Team Mall Prism drin gehabt. Ja, nice. Auch die sind hier cool. Ihr wisst, Prism ist immer, oder ihr wisst es nicht, keine Ahnung, ich sag's einfach mal. Prism ist immer ein bisschen teurer, als wenn ihr die Karten einzeln kaufen wollt, als von den anderen Serien. Insofern Prism Base als Silver-Variante, also die hier oder die von Precious, von LaMelo natürlich, wäre das Beste, was ihr kriegen könnt. Caleb Martin, das ist eine Rookie-Karte. Bang. Wieder Heat eigentlich. Also er spielt jetzt beim Heat. Der hat keine Rookie-Karte gehabt, der Mann, glaube ich. Ich pack den auf den linken. Hassan Whiteside. Ja, mittlerweile bringe ich jeden Spieler mit Miami Heat in Verbindung. Weil er da mal gespielt hat, natürlich. Hier, Prism, wieder Paul George. Dominance, Anthony Davis, der zurück ist, der auch richtig, richtig geil spielt. Josh Green und Derrick Rose. So, jetzt kriegt Caleb aber von mir ein Sleeve. Kein Top-Roller. Das muss er sich noch erarbeiten. Mich gerade da ein bisschen vergrätzt bei meinem Fantasy-League-Team. Muss ihn aus dem Kader schmeißen. Aber jetzt ist er, hat er, glaube ich, schon wieder ganz gut gespielt. Ich fahre hier, ich merke das schon. Bogdan Bogdanovic, Eric Gordon, Josh Jackson, Darius Bazley habe ich gerade zurückgeholt in meinem Fantasy League Team. Ich gucke, ob die Red hier irgendwie Rookie sind. Nein, nein, nein. Warum, in Gottes Namen? Warum sind das keine Rookies? Fred Van Vliet, Jordan Poole, Matthew Dellavedova. Und jetzt kommt Tyler, Sophomore Stars. Nice. Yep. Bryn Forbes, der auch getradet wurde, und Theo Maledon. Ja, hier muss noch mal was kommen, ne? Prism, hier muss noch mal jetzt was kommen. Ich weiß, ihr habt mir hier Heedles gegönnt. Aber ich will hier noch mal einen Rookie haben in Red. Ja, da kommt doch schon einer. Peyton Pritchard, vielleicht. Grün, ne? Nikola Vucevic, auch, spielt richtig, richtig geil. Die Bulls haben einen super geilen Fit gefunden, oder er hat einen geilen Fit mit den Bulls gefunden. Kann man von Kemba Walker nicht behaupten, von Goran leider auch nicht. Die Red machen wir mal zuletzt. Goran, der leider verletzt ist. Was haben wir hier noch? Eric Pascal, Dominance Bradley Beal, James Johnson, der Karate-Kämpfer oder Kung Fu, ich weiß gar nicht genau, was er kann. Und jetzt unsere Red, Boston Celtics, Peyton Pritchard. Bang! Und die sieht richtig, richtig gut aus. Die sieht richtig gut aus. Bang! Geil! P. Rabbit in the house. P. Rabbit kriegt ein Top-Loader auf jeden Fall. Schöne Karte. Und das Rot mit dem Grün sieht auch geil aus, finde ich. So. Dann, letztes Pack. Rookie, Rookie.
Rookie. Elfrid Payton. TJ Warren. Josh Richardson. Shabazz Napier. Auch Heat-Spieler. Alle mal bei den Heat gespielt. Die beiden packen wir zur Seite. Den letzten Rookie wollen wir uns in Ruhe angucken. Andrew Wiggins. Ziehe ich, glaube ich, auch immer. Devin Vassell. Jamias Ramsey. Bobby Portis. Und jetzt gucken wir, ob Prism Gewinner ist oder nicht Gewinner ist. Cole wäre geil, aber ich glaube, Cole ist dunkler, oder? Dunkleres Blau, meine ich. Memphis Grizzlies. Okay, Desmond Bane wäre auch geil. Desmond Bane wäre geil. Nein, es ist Xavier Tillman geworden. Schade, schade, schade. Ah, komm, ist trotzdem ein Rookie, ist cool. Hier stehen drei. Ich glaube, wir hatten vorhin fünf. Wir machen mal ein Recap. Und zwar der jeweiligen Stapel. Ich werde mich auch beeilen. Und zeige euch, was meiner Meinung nach der Gewinner ist. So, jetzt kommt hier Prism. Das kriegt ihr aus der Base-Geschichte raus. Base Prism. Jetzt kommt Base Mosaik. Prism, Mosaik. Mosaik ist auf jeden Fall mehr. Jetzt kommt Mitte. Montrezl Harrell, Wiggins, Beal, Brown, Hero. Ihr seht das. Nice, schöne Karten. Vets oder All-Stars. Ehemalige, ja, warum packe ich denn quickly? Ja, als Rookie, egal. Insert. Das ist die Mitte von Prism. Jetzt kommt die Mitte von Mosaik. Bledsoe, James, auch glaube ich vom Stapel. Ja, auch wieder ungefähr gleich. Ich glaube, das, was mehr drin ist bei Mosaik, ist einfach Base. Vince Carter, sehr nice. Tristan Thompson, Tyler Hero, die war sehr geil. Larry Bird, Bang, Kawhi, Mitchell Robinson. So, jetzt kommen wir zu unseren Rookies. Und Highlights. Da, bei mir geht gerade die Welt unter hier. Ich glaube, so rum packen wir das mal. Xavier Tillman, Jamias Ramsey, Devin Vassell, Theo Maledon, Caleb Martin, Josh Green, Tyrell Terry, LaMelo Ball, Base, Precious Achiuwa, Silva und Peyton Pritchard, Red. Jetzt kommt Mosaik. Killian Hayes, Debut, Quickly Bay, CJ Allaby, Kyra Lewis, Debut, Campazzo, Carey, LaMelo Ball, Jalen Smith, Anthony Edwards, Xavier Tillman, Theo Maledon, James Wiseman, Jalen Smith, Killian Hayes, Tyrese Maxey, Isaac Okoro, Giannis, LaMelo, Cole, Halle, Silva. Wer ist euer Gewinner? Schreibt mir in die Comments. Schreibt mir in die Comments. Ich weiß es nicht. Mein Gewinner ist... Doch, ich weiß es. Mein Gewinner ist Mosaik. Mein Gewinner ist Mosaik. Weil das sind hier für mich die beiden besten Karten drin. Precious ist auch nice, aber die ist geiler gecentert. Und deswegen ist es für mich die geile Karte. Und ich finde es auch einen geilen Color Match. Aber die Halle ist einfach cooler. Das war's. Mega Box Finale. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin für heute erstmal raus. Bleibt gesund, Leute. Euer Dennis Ripper. Ciao.